Moin Moin. Ich habe letztens auf meiner Facebook-Seite einen Post gemacht, wo ich mal meine Supplemente fotografiert habe, die ich jetzt gerade im Off-Bar nehme und für die kalte Jahreszeit auch. Und da habe ich schon angekündigt, dass ich einfach mal ein kleines Video mache für euch, um mal den Anfängern vor allen Dingen zu sagen, die Sachen machen vielleicht Sinn im Off-Bar und vor allen Dingen für die, die es interessiert, was nehme ich denn jetzt? Ja? Wir fangen mal mit dem an, was die Basis sein sollte. Hier kommt schon der erste Fehler beim Anfänger. Der Anfänger, der fängt immer bei einem Booster an vielleicht oder bei einem Kreatin, irgendwas, von dem er sich eine schnelle Wirkung erwartet. Etwas muss jetzt Tolles passieren. Den Beginn sollte aber immer die Gesundheit machen. Weil nur wenn ihr gesund seid, könnt ihr trainieren. Nur wenn ihr gesund seid, könnt ihr euch ordentlich regenerieren. Euer Körper kann auch die Energie aufwenden, euch zu regenerieren. Nur wenn ihr die nötigen Mineralstoffe und sowas im Körper habt, kann euer Körper dann auch Protein synthetisieren. Das heißt, euer Körper kann dann eben auch dafür sorgen, dass Eiweiße gespalten werden in Aminosäuren und der Körper diese Aminosäuren dann wieder als Bausteine für eure Muskulatur benutzt. Dass das alles passiert, fängt aber beim kleinsten Teil an. Und mit dem kleinsten Teil müsst ihr auch anfangen. Das sind also erstmal nicht Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette, sondern andere Sachen. So, stell das mal hier kurz hin. Da muss ich nicht so weit greifen hier. So, wo ist es noch? Da fehlt noch was. Das ist was. So, hier. So, das allererste, was meiner Meinung nach jeder braucht, auch wenn viele Ärzte sagen, braucht man nicht, ist ein Multivitaminpräparat. Die einen schwören drauf, die anderen sagen, hey, rausgeschmissenes Geld, das Einzige, was davon teurer wird, ist euer Urin, weil ihr es eh komplett wieder ausscheidet. Das Ding ist, erstens, jeder Sportler schwitzt täglich wahrscheinlich sogar viel, viel mehr als ein normaler Mensch. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, je nachdem, wie ihr euch natürlich auch ernährt. Das Ding ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich immer einseitig oder mangelhaft ernährt, ist nun mal eigentlich klar. Und gerade als Anfänger wird man noch nicht so viel Gemüse essen und vielleicht abwechslungsreich essen oder was auch immer. Selbst wenn ihr dann kein Anfänger mehr seid, habt ihr auch wahrscheinlich nie Lust, jeden Tag eine Möhre zu essen, eine Gurke, ein Stück Radieschen, einen Blumenkohl, ein Stück Spargel, eine Tomate, eine Apfelsine, einen Apfel, eine Banane und so weiter, sondern ihr wollt einfach mal was essen und gut ist, und nie so drauf darauf achten. Was ich nämlich auch niemandem empfehle, denn diese Leute machen sich auf Dauer verrückt. Das ist wie Food Tracking. Ich empfehle das niemandem. Ja. Lieber einen abwechslungsreichen Ernährungsplan machen, den ihr einhaltet, aber Food Tracking empfehle ich niemandem. Es gibt Leute, die kommen natürlich super damit klar, aber im Prinzip macht ihr euch nur extrem Stress, weil ihr alles, jedes kleine Ding auseinanderklappen müsst und ihr macht euch immer mehr Gedanken. Das ist wie wenn ihr einen Schnupfen habt und eure Krankheitssymptome googelt und dann wird das immer schlimmer, obwohl es gar nicht so schlimm ist. Genauso ist es bei der Ernährung auch. Ihr macht es komplizierter, als es ist. Erstes Produkt also auf meiner Liste ist immer ein Multivitamin. Natürlich, wer mich verfolgt, weiß, die Firma, auf die ich vertraue, ist Best Body Nutrition. Übrigens, ich muss keine Werbung für die machen. Und BBN Hardcore. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Die sind. Kann man eh lesen, wa? Wenn ich hier so nah rangehe. Offizieller Ausrüster vom Olympiastützpunkt. Damit die dieser sein können. Und übrigens, die Produkte auf der Kölner-Liste stehen, müssen die sehr, sehr viel mehr Tests machen, als bei anderen Supplementen gemacht werden, die nicht dort gelistet sind. Auf jeden möglichen Scheiß eigentlich testen und das auch sehr, sehr oft. Deswegen ist einfach eine sehr, sehr hohe Qualität und eine sehr, sehr gute Rohstoffqualität gewährleistet, was halt auch ein Grund ist, weswegen ich sehr froh darüber bin, mit diesen Produkten arbeiten zu können. Das nächste, Kalzium und Magnesium. Kalzium wichtig für die Knochen, in Milchprodukten enthalten. Jetzt verzichten viele darauf in unserem Sport. Ich aktuell nehme zwar Milchprodukte zu mir, aber lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Das zu viel wird eh ausgeschieden, wenn man bestimmte Sachen viel zu viel zu sich nimmt, wie zum Beispiel Zink, dann kann das auch giftig wirken, aber das würdest du sowieso merken, dann kriegst du eh wahrscheinlich Durchfall und sowas. Also hat sich das Ding erledigt. Hier wird das nicht passieren. Kalzium und Magnesium, wie gesagt, Kalzium auch wichtig für eure Knochen, ist halt wieder so ein Ding. Ich meine, ihr wollt ja Sport machen und Gewichte bewegen und so weiter und euer Körper, das Grundgerüst muss erstmal stehen. Ne? Magnesium gegen Muskelkrämpfe spielt auch bei der Proteinsynthese eine Rolle. Das nächste, was ich noch habe, ist hier
Das heißt Gelenksupport 2. Ich habe da natürlich auch an sich Vitamine mit reingepackt. Und zwar muss ich mal kurz gucken. Ist eigentlich ziemlich egal. Ein Haufen Vitamine drin, aber was halt für uns wichtig ist, ist Glucosamin, ja. Und, oh Gott, die Aussprache. Naja, egal. Hier sind Wirkstoffe drin, die dafür sorgen, dass euer Knorpelgewebe und so weiter halt gestärkt wird. Das sorgt einfach dafür, dass eure Gelenke den Sport und diese Dauerbelastung auch besser mitmachen. Finde ich ganz wichtig, weil ich höre gerade viele Anfänger, ich höre das im McFit übrigens aktuell sehr, sehr viel, weil man kriegt ja das viel mit und ich bin aktuell öfters mal dort, was die alle schon für Beschwerden haben. Denke ich mir, ich trainiere jetzt seit 16 Jahren und wer mich kennt, weiß, dass ich viele verrückte Sachen schon gemacht habe und viel schwer trainiere. Ich habe halt so eine Probleme nie. Ich habe nur eine einzige Beschwerde aktuell und das ist eine Verhärtung im unteren Rücken und das liegt an dem Kohlenhydratüberschuss, den ich habe und meine Speicher da unten laden sich so krass voll und ich bin so voller Wasser unten im unteren Rücken, dass wenn ich Kreuzheben 1 Wiederholung mache, verhärtet der Muskel sofort unten. Ja, dann habe ich halt Schmerzen. Zink fürs Immunsystem. Kennt man natürlich in unserem Sport auch, um bestimmte Nebenwirkungen zu bekämpfen. Ja, kleine Dosierung reicht mir voll. Also das sind wirklich einfache Zinkkapseln. Da ist hier eine Kapsel. 9 Milligramm reicht mir vollkommen aus. Ihr nehmt noch ein bisschen Zink über die Nahrung auf. Ist jetzt einfach in der Jahreszeit für mich auch wichtig, um das Immunsystem nochmal zu stärken. Ja. Vitamin C habe ich jetzt hier leider nicht da liegen. Empfehle ich auch. Ja. Ansonsten das letzte Basic-Supplement, was bei mir immer gibt, sind noch Omega-3-Kapseln. Gibt es auch flüssig, gibt es in jeder Art und Weise. 5 bis 10 Gramm am Tag. Könnt ihr ruhig zu euch nehmen. Wenn ihr sehr auf eure Kalorien achtet, dann natürlich mit einberechnen. Ansonsten würde ich es einfach zusätzlich nehmen. Fürs Herz ist es sehr gut und vor allen Dingen halt für euren Hormonhaushalt. Und das ist ganz egal, ob ihr nachhilft oder nicht nachhilft in dem Sport. Ja, euer natürlicher Hormonhaushalt, der braucht ein bestimmtes Maß an gesunden Fetten, nenne ich es jetzt einfach mal. Wobei eben auch die mehrfach gesättigten Fette eine wichtige Rolle spielen können, wenn man vor allen Dingen natural ist für den Testosteronspiegel. Aber jetzt mal, um auf die gesunden Fette zurückzukommen. Für einen Hormonhaushalt ist es halt sehr wichtig, auch dass euer Fettstoffwechsel funktionieren kann und alles. Und gerade das Gleichgewicht Omega-3, Omega-6 und so weiter. Und deswegen Omega-3 zusätzlich einfach supplementieren. Dann habt ihr keine Probleme. Und diese Sachen, die ich euch jetzt alle gezeigt habe, die gibt es alle ganz billig. Ja, ich meine, das sind hier zum Beispiel, sind jetzt hier drinnen. Ich nehme 3 Kapseln am Tag, und das ist jetzt eine Portion. Das sind 100 Stück, reicht also einen Monat. Diese ganzen Sachen reichen einen Monat und kosten vielleicht jeweils 10 Euro oder sowas. Das sollte schon mal eure Basis sein. Das sollte eure Basis sein. Das ist was, was ihr decken solltet. So. Zweitwichtigster Punkt für mich ist Eiweiß. In der Diät ist für mich eine Supplementierung noch nicht mal so wichtig wie im Aufbau. Warum? In der Diät hat man ja eher Hunger. Man will also eher feste Nahrung essen und sich nie die paar Kalorien, die man zur Verfügung hat, trinken. Ja, so, dann kriegt ihr noch mehr Hunger am Ende. Wenn ihr Stress habt, okay, dann Shake super. So. Im Aufbau ist es so, dass ich jetzt aktuell ja, an Trainingstagen so 7000 saubere Kalorien esse. Bitte sauber. Das sind saubere Kalorien, ja, kein Scheiß. So. Und das Ding ist, ich habe im Moment ziemlich viel Stress. Bin selbstständig, jeder Tag ist anders. Meine Frau ist schwanger. Wir ziehen bald um. Viel zu tun. Und ich schaffe es einfach nicht zu essen. Also ich würde wirklich das Essen vergessen und so supplementiere ich sehr viel im Moment mit Eiweiß. Das empfehle ich sowieso immer jedem zu Hause zu haben, wenn ihr mal eine Mahlzeit nicht schafft oder sowas, ja, unterwegs, ihr könnt immer so eine kleine Portion dabei haben und dann, das funktioniert immer, ja, also damit ihr auf euren Bedarf wenigstens kommt täglich, ja, nicht, dass ihr am Ende noch abbaut und gerade als normaler Mensch, ich weiß, wie es ist, die Leute, die vergessen zu essen, ja, also wenn ich jetzt mal eine Weile nicht trainiere, dann merkt man, der Appetit geht runter und man hat keinen so geregelten Bodybuilding-Tagesablauf mehr. Ja, dann vergisst man das sogar einfach mal. Ja, da werden jetzt manche sagen, das ist auch ganz schön viel. Bei mir gibt es an trainingsfreien Tagen, gibt es bei mir frühs, also als erste Mahlzeit und als zweite Mahlzeit, gibt es dazu 75 Gramm Whey und an den Trainingstagen gibt es nochmal nach dem Training 75 Gramm Whey. Das nächste auf der Liste jetzt
Vaximize, Amylopektin, Amylopektin. Kohlenhydrat, fast reines Kohlenhydrat. Ja. Hauptziel des Ganzen ist einfach, nach dem Training die Glykogenspeicher wieder aufzufüllen, dass euer Körper eben auch sich damit nicht großartig noch beschäftigen muss, weil wenn ihr das mit normaler Nahrung macht, dauert das halt ein bisschen länger. Wobei ich es nie jedem empfehle, hat auch nie jeder Kunde von mir schnelle Kohlenhydrate mit drauf. Das muss man schon ein bisschen abschätzen können, Sinn und Unsinn des Ganzen, weil ihr habt doch wieder eine Insulinspitze, eventuell kriegt ihr noch Heißhunger drauf. Man muss gucken. Ja. Da ich gerade im Aufbau bin, das funktioniert für mich super. Ich nehme da relativ viel, ja, also wobei es relativ viel ist auch wieder relativ. Es gibt so schöne Formeln, ich halt, ihr wisst nichts viel von der Theorie, aber nur mal um das Kohlen und Daumen zu peilen, habt ihr, ich glaube pro Satz ist das ungefähr im Training so 2 bis 4 Gramm Glykogen, die ihr verbrauchen könnt. Ja. Wenn wir uns also ein normales Training nehmen mit vielleicht 20 Sätzen, ja, habt ihr 40 bis 80 Gramm Glykogen auf jeden Fall verbraucht. 100 Gramm von dem Pulver haben 87 Gramm Kohlenhydrate und genauso viel nehme ich. Ja, also ich nehme 100 Gramm nach dem Training und nochmal 100 Gramm direkt vor dem Training. Nehme ich auch nochmal. Das ist einfach jetzt mal testweise, wie es für mich funktioniert. Kann ich noch kein Statement dazu abgeben. Wir haben schon verfolgt, ich habe jetzt die letzten Wochen immer dieses Isotonic Powder genommen, was brutalsten Pump gemacht hat. Werde ich übrigens auch verlosen, jetzt bald, wenn ich es nicht vergesse. Also das kann ich super empfehlen. Ich nehme es, wie gesagt, vor dem Training aktuell und direkt nach dem Training. Was die schnellen Kohlenhydrate nach dem Training angeht, da gibt es natürlich die Möglichkeit, ja, Maltodextrin, Traubenzucker, was auch immer. Vitago ist im Prinzip das Gleiche. Hat ein Kollege von mir mal einen schönen Artikel dazu verfasst. Fit mit Plan sind das die Kollegen aus Potsdam. Der Andreas Galle, der ist da immer hinterher und schreibt sehr lange Artikel. Der schreibt noch viel mehr als ich am Ende. Ja, ich schreibe schon lange Texte, aber... Ja, das vor und nach dem Training. Vor dem Training nehme ich es, nachdem ich mich aufgewärmt habe, halb. Also ich wärme mich ja erst auf dem Fahrrad oder sowas auf und dann mache ich noch ein spezifisches Aufwärmen, je nachdem, was heute dran ist. Ja, wozu ich wohl brauche, ein bisschen mehr Beweglichkeit an den Tag und sowas. Ne. Da trinke ich das. Hau mir also im Gym direkt rein. Früh gibt es bei mir 20 Gramm Glutamin. Der Hauptgrund für mich ist wieder Immunsystem, jetzt zur kalten Jahreszeit einfach stärken. Und Glutamin wird nachgesagt, dass es etwas kann, was auch Kreatin kann. Das heißt, Wasser in die Muskelzelle besser transportieren. Wasser und Glykogen funktionieren zusammen, also es kann auch Kohlenhydrate dadurch eventuell besser eingelagert werden. Ich habe das Gefühl, wenn ich diese Menge an Glutamin jeden Tag nehme, ich nehme es morgens, dass ich eine vollere, prallere Muskulatur habe. Ist nur meine persönliche Erfahrung, muss ich das selber machen. 10 Gramm hochwertiges Kreatin-Monohydrat gibt es noch bei mir frühs. Kein Schnickschnack, einfach nur Kreatin-Monohydrat. Funktioniert für mich immer noch am besten. Natürlich auf die Qualität gucken. Crex Farm, ja, also wirklich gute Qualität ist wichtig. Und was es bei mir noch gibt, sind BCAAs. Die gibt es bei mir immer. Ist im Aufbau eher was für den Kopf. Ja. Man weiß natürlich, das sind die Muskelbausteine überhaupt. Mit denen kann euer Körper richtig viel anfangen. Ob es im Aufbau so wichtig ist, ich glaube im Aufbau wirklich ist, wenn ihr noch Geld übrig habt, holt euch BCAAs. Ansonsten ist es eher vielleicht nicht so wichtig, weil ihr habt euren Bedarf ja eh gedeckt. Ja. Also müsst ihr auch keine Angst haben, dass ihr Muskulatur verliert. Wird nie passieren im Aufbau. Ja. Also wir fassen nochmal zusammen. Und damit ihr wisst, wie viel ich genau auch wirklich davon zu mir nehme und wann ich die Sachen nochmal zu mir nehme, damit ihr da so einen kleinen Anhaltspunkt habt einfach. Also, wenn ich früh aufstehe, gibt es meine erste Mahlzeit, sind bei mir 300 Gramm Haferflocken, 200 Gramm Obst, 250 Gramm Magerquark und dazu 75 Gramm Whey-Protein. Nebenher habe ich ein Glas mit Wasser, wo ich mein Mineral, falls ihr es noch nicht kennt, wenn ihr mich verfolgt, solltet ihr es kennen, wo ich hier diese Mineraltrink, ja, reinmache. Ist auch super hier für dieses Vaximize oder sowas, ja, weil das sind ja neutrale Pulver, haben ja selber keinen Geschmack, die haben Eigengeschmack, der ist zum Kotzen. Würde ich also auf jeden Fall was dazu machen. Jedenfalls
Das gibt's. Dann noch ein Glas dazu. In das Glas kommen 20 Gramm Glutamin und 10 Gramm von dem Kreatin. Mit diesem Glas haue ich mir dann alle meine Kapseln rein. Eine Portion, so wie es draufsteht, vom Gelenksupport für die Gelenke. Eine Portion Calcium, Magnesium, Muskelkrämpfe, Knochen, Proteinsynthese. Omega 3 nehme ich mehr als eine Portion. Also eine Portion ist ja eine Kapsel. Ich nehme also 5 bis 10 Stück davon. Könnt ihr übrigens auch vom Schlafen, ich mache es einfach früh. Ja. Multivitamin nehme ich, eine Tagesdosis, Zink eine Tagesdosis. Das ist mein Frühstück. Wenn ein Nicht-Trainingstag ist, seht ihr bei mir nur noch mal abends eben noch mal die 75 Gramm Whey-Protein. Wenn es ein Trainingstag ist, habt ihr zusätzlich halt direkt vorm Training 100 Gramm Maximize. Dazu 20 Gramm BCAAs. Übrigens benutze ich neutral, weil da ist 100 Gramm 100 Gramm. Also ihr habt 100 Gramm BCAAs auf 100 Gramm. Da ist nichts beigemischt. Und eben nach dem Training nochmal maximal nochmal 100 Gramm und nochmal 75 Gramm Whey Protein. So. Also. Jetzt wisst ihr, was ich im Aufbau für Supplemente zu mir nehme. Ist eine ganze Menge. Für mich ist es aber auch wichtig. Der Sinn und Unsinn von Supplementen, von Ernährung, von Training hängt immer mit euren Zielen einfach zusammen. Ja, wenn je näher ihr, wenn euer Ziel relativ klein, sage ich mal, ist, muss man natürlich weniger dafür tun. Ja, je größer das Ziel ist, man will alles ausschöpfen. Ja, warum sollte man, sage ich jetzt mal, wenn man die Möglichkeit hat, darauf verzichten? Ja, so. Ja, ihr könnt es ja machen, es ist ja da, also ich habe auch lieber 50 Gramm zu viel Eiweiß als 50 Gramm zu wenig Eiweiß. Ja. Darüber mache ich übrigens auch nochmal ein Video über das Thema Natural Bodybuilding. Was sind da meine Erfahrungen? Habe ich denn schon Leute auf meinen Pfad gebracht? Bedeutet, ich tue auch bei vielen naturalen Leuten, da gibt es 3 Gramm, 4 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Haben die denn auf einmal mehr Muskulatur aufgebaut als vorher, wo sie sich an die 2 Gramm gehalten haben? Ich gebe mal kurz ein Statement. Ja, haben sie. Komischerweise. Aber das behandeln wir mal in einem anderen Video. Wie gesagt, wir wollen das Maximum rausholen aus unserem Training und vor allen Dingen jetzt zur kalten Jahreszeit gesund sein. Deswegen Immunsystem stärken, Vitamin C, Zink, Glutamin, Multivitamin reinballern. Und dann geht es auch schon los. In diesem Sinne, erfolgreichen Aufbau. Meine nächsten 2 Videos, die rauskommen, werden sein Natural Bodybuilding. Sinn und Unsinn des Ganzen. Ja. Wie viel Scheiße wird erzählt? Wie viel Wahrheit steckt dahinter? Ist jetzt der Natural deutscher Meister ist, denn eigentlich der bestgebaute Bodybuilder, der keine Steroide nimmt? Nein, natürlich nicht. Schon mal vorweg. Und noch ein Video wird kommen, und zwar, das klingt jetzt übelst krass, YouTuber, die Abrechnung, Fluch oder Segen. Oh, das ist marketingtechnisch extrem interessant. Da gucken sich ganz viele Leute an und denken, ich gehe dort übelst ab. Ob es so ist, weiß ich selber noch nicht. Ne? Auf jeden Fall, ich hoffe, euch wurde geholfen. Wenn es euch gefällt, meine Inhalte, dann könnt ihr das gerne verbreiten. Ansonsten mich natürlich abonnieren. Und euren Freunden davon erzählen. Ich muss jetzt einen übelsten Riesenshake trinken, auf den ich überhaupt keinen Bock habe. 300 Gramm, was ich vorhin gesagt habe, 300 Gramm Haferflocken und so weiter. Den Shake trinke ich schätze. Eigentlich meine letzte Mahlzeit. Ich schaue es mir aber jetzt rein, weil ich jetzt eine Weile nichts gegessen habe. Kriege ich den einfach runter. Mein Magen ist gerade relativ leer. Danach geht es für mich ins Training heute Schultern. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ne?